was man ungefähr noch wusste? Man wusste von Trinkern und Ringern. Sie rechneten mit den Fingern. Die Luft war von Pfiffen zerblasen. Der Eiswind verzwickte die Nasen. Man wusste noch von einem Ahnen, der schrie aus den heißen Vulkanen. Die Zeit war von Rollen genommen, die waren von Spulen gekommen. Man wusste genau, was man wollte, doch wusste man kaum, was es sollte. Die Bomben und Höllenmaschinen entsprangen dem Geist der Gardinen. Man wusste noch um ein paar Sachen, die wollte man gerne noch machen.